herzlich willkommen zur 17. Folge von Angies Wollplauderei. Ich habe mir gedacht, öfters mal was Neues und deswegen ist die Musik vom Intro neu und es gibt ein neues Outro und dazwischen habe ich auch so Titel, die ich einfügen werde. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Dann gibt es die üblichen Rubriken, was ich fertig habe, was ich in Arbeit habe, ein bisschen was zum Spinnen. Dann habe ich was Neues, das mit der Post kam, das stelle ich euch dann später vor. Und dann habe ich eine Zuseherfrage, die ich beantworten werde. Was habe ich dann noch? Eine Buchempfehlung, den Deutschkurs natürlich und was ich schon länger fertig habe. Heute ist Mittwoch, der 28. glaube ich. Gestern hat es ja furchtbar viel geschneit bei uns. Also da war in der Früh ja fast schon Schneechaos-artige Zustände. Ich musste dann auch mit dem Auto fahren in der Früh und eine Stunde später hat es dann schon wieder angefangen, dass alles wegkommt. Heute ist es immer noch also kalt, es hat ungefähr 3 Grad, aber heute scheint zumindest die Sonne und der ganze Schnee, ihr seht das ja, da ist es nicht, kann man nicht, ist wieder grün, die Wiese. Gott sei Dank, weil ich brauche den Schnee ja nicht. Also nicht in der Stadt, da brauche ich den. Das ist dann immer nur dieser Gatsch, dieser braune und alles nur nass und gatschig. Ja, was gibt es sonst so? Ich habe gebacken gestern. Und zwar habe ich gesehen im Podcast von den Bakery Bears, die hatten so ein Segment, wo Kay von den Bakery Bears Muffins gebacken hat. Oder ich weiß nicht, wie sie geheißen haben. Also ihr könnt schauen. Bakery Bears Podcast auf YouTube, die letzte Folge. Die waren sehr gut. Also da macht man eigentlich ganz simples Rezept, Muffins, und die schneidet man dann auseinander und füllt sie mit einer Buttercreme und Marmelade. So lecker. Kann es euch nur empfehlen, wenn euch das interessiert. Schaut es euch an. Ich glaube, das Rezept ist dann auch sogar unten bei YouTube in der Beschreibung drin. Ich weiß es aber nicht. Ja, was war sonst noch? Nicht viel. Das übliche Schule. Nächste Woche sind ja Ferien. Also wird es nächste Woche voraussichtlich keine Folge von mir geben, wenn da alle daheim sind, das immer. Da ist einfach keine Ruhe. Also das. Und extra alle wegschicken. Dann habe ich Dschungelcamp. Schaue ich auch jeden Tag. Und Game of Thrones. Ja. Diesmal gar nicht so viel Gemetzel. Also ist denen das künstliche Blut ausgegangen, jedenfalls ist mir gar nicht so viel dabei. Gut, dann fangen wir an. So, meine fertigen Projekte. Und zwar endlich fertig ist der Less is More von Manel. Gestrickt habe ich den mit Nadel Nummer 3,5. Den habe ich auch schon gewaschen und na, gespannt nicht, aber nur aufgehängt, dass er sich ein bisschen ausdehnt, was er auch brav gemacht hat. Das Ganze ist aus Wolle von der Wollelfe und zwar aus 100% Merino, 100 Gramm 700 Meter. In diesem Lila, das ist ja ein recht einfaches Muster. Ein Dreieckstuch und die Enden habe ich geknotet. Einfach nur Knoten hineingemacht. Also der trägt sich auch wunderbar. Das war ein angenehmes Fernsehgestrick oder Unterwegsgestrick. Muss man nicht viel nachdenken. Ich habe trotzdem geschafft, einen Fehler einzubauen, musste dann wieder zurückstricken. Aber an und für sich geht das ganz angenehm. So, jetzt ist er da ein bisschen verwirrt, mein Besuchhund, weil er überhaupt nicht weiß, warum ich dann das Kastel reinquatsche. Und stupst mich hier an mit seiner Kuppe. Ich habe vergessen, beim Less is More wollte ich euch noch dazu sagen, ich habe beim Abketten dann Yarn Chicken gespielt. Also, wenn ihr den Begriff kennt,
Janschicken, das ist, wenn einem die Wolle ausgeht oder wenn es sehr knapp wird. In meinem Fall ist sie ausgegangen. Ich habe dann die letzte, also die Abkettreihe, habe ich nicht zu Ende geschafft. Ich habe sie dann wieder aufgemacht, habe dann zusätzlich nochmal eine Reihe aufgemacht, damit ich mehr Wolle habe, um das dann, um eine Reihe wieder abzuketten. Und das ist der Rest. Also von den 700 Metern ist mir genau nur das hier übrig geblieben. Das wollte ich euch noch zeigen. So, also jetzt fertig. Und dann habe ich angefangen und auch fertig gemacht. Da gibt es ja wieder eine Decke. Jenny vom Stricken im Zoo Podcast hat sie ja netterweise angefangen und in ihrem Podcast vorgestellt und gezeigt. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch. Und zwar gibt es der February, heißt January Snow. Der Jänner ist noch gratis. Anleitung für den Jänner, weiß nicht, ob man das gut sieht. Ich habe es in weiß gemacht, um schwer zu erkennen, mit Nadeln 4,5. Das sind so Tannenbäume drauf, Schneebälle unten, Tannenbäume. Ja, sieht man nicht gut, und so Schneeflockerl. Und ja, das Ganze heißt January Snow von Maggie Fangman, Year of the Afghan. Da wird es dann 12 Teile dazu geben. Das ist der erste für den Jänner. Und ja, am 1. Februar kann man dann das Ganze um 15 Dollar kaufen oder monatlich um 2 Dollar. Es wird jedes Monat, nehme ich mal an, eine andere Farbe sein und ganz sicher ein anderes Motiv und am Ende hat man dann eine Decke. Also das mache ich, wenn ich Jenny angesteckt habe. Ja. Also angefangen, Punkt fertig, der Jänner ist erledigt. Das ging eigentlich recht schnell. Also einen Teil davon habe ich vom Bildschirm weg, die Anleitung vom Bildschirm weggesteckt. Und den Rest habe ich mir dann wieder auf meine Art ausgedruckt. Aus. Ja. Also ich denke, und dann habe ich mir so gedacht, wenn dann in 100.000 Jahren mal jemand diese Zettel findet, der wird vermutlich Monate damit zubringen, rauszukriegen, welcher Code das sein soll und welche geheime Botschaft sich hier versteckt. Und dem wünsche ich viel Spaß. So, das waren meine fertigen Objekte. Und dann geht es weiter mit, was ich gerade in Arbeit habe. Zuerst einmal zähle ich es euch auf, was ich in Arbeit habe. Honeysuckle, Begonia, Camino Bubbles, Undergrove, Hitofude, Viajante, meine Wetterdecke und 0815 Socken. Also 8 Projekte momentan. Ja. Was zeige ich euch davon? Also den Undergrove, die Haube, die zweifärbige, da habe ich nicht viel weiter gestrickt. Die Socken liegen da drüben. Die hole ich dann. Dann habe ich beim Hitofude habe ich ein bisschen weitergemacht. Und zwar gestern, während ich Game of Thrones gesucht habe. Das Muster ist eigentlich sehr einfach, also das kann man auch, ich kann es jetzt schon auswendig. Außerdem sieht man ja, was passiert und wie es passiert. Das ist nicht so schwer. Nachdem ich ja keine Maschenprobe gemacht habe, hoffe ich, dass es passt. Ich werde es jetzt demnächst mal messen zur Sicherheit. Und hoffe, dass ich dann nicht nochmal anfangen muss. Was ich hier auch schwer abschätzen kann, ist, wie sich dann eben durch das Lesmuster noch dehnen wird. Also, ich werde es halt ein bisschen auseinanderziehen beim Messen und dann schauen wir mal. Den stricke ich aus der Drops Les, auf 3,5er Nadeln. Der Hitofute ist eine Kaufanleitung auf Ravelry, aber nicht so besonders teuer. Ich glaube, 1 Dollar irgendwas. Also, nicht so teuer.
Wie erkannte, habe ich gar nichts weiter gemacht. Die Wetterdecke ist up to date. Caminobubbles habe ich ja auch ein paar Reihen nur gemacht. Beim Honeysuckle habe ich gar nichts weiter gemacht. Die 0815 Socken, wie gesagt, die habe ich angefangen, die zeige ich euch dann gleich. Und dann hat das Dschungelcamp Spuren hinterlassen. Und zwar nicht nur da, sondern auch da. Also danke Dschungelcamp, da geht echt was weiter. So, das ist mein Begonia, das ist wieder so ein Pullover. Und so weit circa war ich beim letzten Mal, wie ich es euch gezeigt habe. Und da ist ein bisschen was dazugekommen. Ja. Ich weiß noch immer nicht genau, wie das dann wird. Also da ist ja die Mitte. Also man macht dann so einen Halsausschnitt. Dann ist hier die Mitte. Dann, also die Abnahmen. Dann macht man wieder die Zunahmen. Dann nimmt man unten für den Ärmel wieder ab. Und dann geht es wieder weiter mit dem 50 cm Kraus rechts. Und dann soll man, gut, dass ich das zu spät gelesen habe, die Anschlagskante mit der Abkettkante zusammennähen. Wenn ich das früher gelesen hätte, hätte ich einen provisorischen Anschlag gemacht, aber gut. Ja, und dann hat man so ein Ding. Und das soll ja dann auch noch irgendwie so schräg am Körper sein. Dann kommen wir noch so Bündchen für den Kragen und für die Ärmel, wo ich nicht weiß, was ich nehme. Naja, ich lasse mich überraschen, ihr dürft euch auch überraschen lassen, wie das wird, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall warm. Und mein Riesenknäuel ist auch schon etwas geschrumpft. So, kein Platz hier. Das habe ich in Arbeit. Und jetzt hole ich noch schnell meine Socken. Ich habe jetzt schon länger keine Socken mehr auf den Nadeln gehabt und da kriegt man ja schon fast Entzugserscheinungen. Und jetzt habe ich endlich wieder welche angefangen. Und zwar, ich nenne sie halt 0815 Socken, weil ich die einfach nur glatt rechts mache, ohne Muster, mit der Drops Light. Das Bündchen ist eine rechts verschränkt, eine links. 56 Maschen, 2,5 Nadeln und da stecke ich jetzt mal das Bein und ich möchte dann eine Double Gusset Ferse versuchen. Hier habe ich noch nicht gestrickt. Ich habe mir da eine Anleitung dazu runtergeladen als PDF. Ich habe sie mir aber noch nicht angeschaut. Also ich, ja. Man strickt dann eben so, wo man dann hinten über zwei Nadeln einige Reihen strickt für die Ferse, also so eine ganz normale Kettchenferse. Dann macht man eben diesen, die Ferse, also diesen Heel-Turn. Und dann fasst man ja am Rand diese Maschen wieder auf, eine gewisse Anzahl. Und dann, nimmt man nicht diese überzähligen Maschen auf der Seite ab, sondern irgendwie unten an der Fußsohle. Ich weiß also noch nicht so genau, wie das funktioniert. Aber wenn es soweit ist, werde ich es mir anschauen und dann werde ich euch davon berichten. Ich mache hier auch deswegen kein Muster, weil die Wolle eh so einen Farbverlauf hat. Und da denke ich, das ist Muster genug, dann kommt das gut zur Geltung. Also, endlich wieder Socken auf den Nadeln. War auch schon Zeit. Habe ich jetzt wirklich schon länger nicht gemacht. Untypisch für mich, weil Socken habe ich eigentlich immer auf den Nadeln. Auch gut zum Einstecken und Mitnehmen. Eins meiner Lieblingsprojekte sind halt so. So, hat etwas länger gedauert als gedacht, aber endlich ist meine Lieferung von Turtle Meters Amerika angekommen und das möchte ich euch natürlich gleich zeigen. Hier ist die Karte von Turtle Mate. Sie hat auch Wolle in ihrem Shop. Ich habe das Ganze über Etsy bestellt und mit PayPal gezahlt. Das funktioniert eigentlich großartig, muss ich sagen. Vorige Woche, Montag, also am 12. Jänner, war es bereits in Wien.
Man wird da, also ständig kann man danach schon Sendungsverfolgung, das funktioniert auch spitzenmäßig über Etsy. Und dann hat es etwas länger gedauert beim Zoll. Und heute ist der 21. Jänner, ist es endlich bei mir gelandet. Und ihr seht ja, wie es ist super eingepackt. Das Ganze war in so einer Schachtel. Und ich werde es jetzt mal aufmachen. Jetzt nicht so einfach mit einer Hand. Ja. Das sind Handspindeln. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, was das sein soll überhaupt. Das sind Handspindeln. Die kommen in Einzelteilen. Und zwar sind das. Die sind aus Plastik und kommen aus einem 3D-Drucker. Und da ich davon schon gesehen habe in anderen Podcasts und die alle so geschwärmt haben davon und der Preis der Oberhammer ist, nämlich weil das Stück kostet, glaube ich, 12 Dollar. Das ist einmal der Wirtel von der einen. Hier ist der Spindelstab von der anderen. Das werde ich dann gleich auspacken. Da drehe ich jetzt kurz ab. Und hier habe ich, ist eine Kreuzspindel drin in Einzelteilen. Ich zeige es euch gleich. Ich habe es jetzt ausgepackt. Ihr seht jetzt die Einzelteile. Das ist die Kreuzspindel. Das ist die. Angeblich kann man sie als Kopf- und als Fußspindel verwenden. Ich werde mir das dann ansehen. Da liegt mein Schatz herum. Die Spinnstäbe sind natürlich flexibel austauschbar. Also ich könnte die miteinander kombinieren. Und die. Ich werde es jetzt erst einmal dann so zusammenbauen, wie sie gehören. Ich habe mir auch eine Waage hier zurechtgestellt, damit ich euch zeigen kann, wie viel die Dinger hier wiegen. Und zwar hat diese hier 37 Gramm und diese hier 32. Ja, also das ist eigentlich ganz okay. Wie gesagt, die ist aus Plastik, aus einem 3D-Drucker. Das ist von der Farbe her, es glänzt. Seht ihr so einen leichten Schimmer? Die kann man dann zusammenstecken. Das mache ich dann auch gleich. Aber mit einer Hand wird das jetzt nicht so gut funktionieren. Bei der hier schon, die kann ich hier ja so aufspießen. Schau jetzt gleich mal, wenn man das da oben. Ja, theoretisch, also wenn man da unten einen Faden fixiert, denke ich mal, kann man sie auch als Kopfspindel. Hier rutscht sie natürlich, hier rutscht der Wirtel natürlich nach unten, bis er dann festsitzt. Also soweit gefallen mir das sehr gut. Ich habe sie jetzt zusammengebaut. Die Kreuzspindel hat, also der Stab ist 18 cm lang. Und die Arme sind 13 cm lang. Und bei der hier ist sie auch 18 cm lang. Der Wirtel sitzt hier unten eigentlich recht fest. Also ich habe den jetzt ganz nach unten geschoben. Der sitzt richtig gut fest auf. Und auch bei der sitzen die Arme gut. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sich es damit spinnen lässt. Kann euch jetzt auch noch zeigen, wie sie sich drehen. Also die hier dreht sich ganz gut. Und die hier, schauen, die funktioniert, denke ich, auch prima. Also die haben richtig schön Schwung. Spinnen. Ja, gesponnen habe ich. Neues angefangen. Natürlich, habt ihr ja gerade gesehen mit meinen Turtle Knit. Spindeln habe ich natürlich probieren müssen. Und zwar habe ich auf der Kreuzspindel BFL. Das ist ein Kammzug von Steffis Wolle. Die dreht sich ein Traum. Ja, also die ist wirklich toll. Habt ihr vielleicht in anderen Podcasts auch schon gesehen, die wurden ja schon vorgestellt. Super, einfach nur super, ja. Auch
gut für Anfänger, weil eben aus Plastik und wenn die runterfällt, da kann auch nichts kaputt gehen. Jo. Und auf der anderen habe ich angefangen zu spinnen Falkland. Auch ein Kammzug von Steffis Wolle. Den seht ihr jetzt nicht so gut, weil das lila auf lila ist. Geht hier dann über in blau. Und die spinnt auch super. Also die hat so viel Schwung und Drall. Einfach ein Traum. Wirklich ein Traum. Also, ja. Liebe Jenny, es tut mir leid, wenn ich dich jetzt damit angesteckt habe. Ja. So ist das, ne? Also Jenny hat ja bei mir die Snyder-Spindel gesehen und zugeschlagen. Und mal schauen, ob ich sie damit auch anstecke. So wie sie mich ja übrigens mit ihrer Decke angesteckt hat. Snyder-Spindel, die sie bei mir gesehen hat, ist auch in Arbeit. Da ist auch ein Kammzug drauf von Steffis Wolle. Die spinnt ja auch total super. Also die dreht sich super und die ist echt klasse. Also die kann man überall hin mitnehmen. Die passt immer in die Handtasche und ja, spinnt super dünn. Super dünne Fäden, weil die ja überhaupt kein Gewicht hat. Also ich glaube, die hat 9 Gramm oder so. Und eben schon länger auf den Spindeln habe ich ja diese beiden Projekte, die ich ja mit dem Fly on the Fly mache, wo ich noch immer nicht das Video gemacht habe. So. Ja. Auch beides Kammzüge von Steffis Wolle. Und da hat sich mäßig getan, aber naja, man kann ja nicht immer alles gleichzeitig machen. Spinnrad habe ich auch einen Kammzug, nämlich die restlichen 100 Gramm Polwurf mit Bambus, wo ich ja schon 100 Gramm versponnen habe, aber da bewegt sich gerade etwas weniger. Und dann habe ich eben diese 5 Handspindelprojekte. So. Naja, abwechslungsreich auf jeden Fall. Und also ich spinne ja auch im Sitzen lieber als im Stehen, weil das lang Stehen ist irgendwie da nicht so das Highlight. Und ja, wie gesagt, ich möchte ja noch ein Video machen zu den Fly on the Fly. Die sind ja beide schon verzwirnt. Also da spinne ich ja ein Stück Faden und dann verzwirne ich den dreifach. Mag ich eigentlich ganz gern die Methode. Und ich denke mal, wenn ich damit durch bin, kann ich auch, brauche ich es nicht abwickeln theoretisch, sondern könnte ich das eigentlich nur, kann ich das abziehen vom Stab und weil da kann ja nicht mehr dann viel gewurschtelt dabei rauskommen. Ja, mal schauen, wie ich dazu komme, wenn ich weiterkomme damit. So viel zum Spielen. Zu den längerfertigen Projekten zeige ich euch heute meinen Lane Splitter oder Lane Splitter Rock, der ja mit diesen Querstreifen gestrickt wird. Aus rechts und glatt rechts, der ist in grün und beige aus Sockenwolle. Der finde ich, der tragt sich auch ganz gut, das Stricken war auch. Ja, also das ist ein Mindless Knitting, ne? Also so fürs Fernsehen super geeignet. Und ich habe den so gemacht in der Anleitung, also ich habe mit den 4 Maschen begonnen und mit 4 Maschen geendet und ihn dann zusammengenäht. An der Seite habe ich die Naht und oben beim Bündchen habe ich noch einen Gummi eingezogen, sicherheitshalber, weil ich drauf bin und so. Ja. Und weil mir das eigentlich viel Spaß gemacht hat und ich finde sehr gut, dass das passt, habe ich nicht nur einen, sondern ich habe 2 davon gemacht. Und ja, jetzt mache ich einfach so. Abracadabra, simsalabim. Und da ist er. Tada! Der ist in schwarz und rosa. Den habe ich auch etwas länger gemacht als den anderen. Auch mit einem Gummizug oben. Und den trage ich auch sehr gerne. Zur Auslosung. Letztes Mal hatte ich ja Nurcicek, das ist Nurie, ausgewählt. Und Nurie ist jetzt leider krank geworden. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis sie mir Fotos schicken wird. Oder ein Videofilmchen, mal schauen, was sie mir dann schickt.
Aber es ist im Laufen, also es kommt, sie weiß Bescheid und sie wird mir da heute schicken. Und ja, deswegen mache ich auch heute keine Auslosung, weil, also, Juri hat etwas Aufschub bekommen für ihre Projekte. Und Auslosung gibt es dann beim nächsten Mal wieder, nachdem ich ihre dann gezeigt habe. Deutschkurs. Diesmal ist mir so absolut nichts eingefallen, also habe ich meine Tochter gefragt, ob sie irgendein ein Wort weiß, ein wienerisches, ein Dialektwort. Und dann hat sie gemeint, grün. Jetzt kann man halt dahergrollen und auch alle Viere grollen oder jemand kann einen in den Buckel runtergrollen. Grollen heißt kriechen. So, liebe Jenny, werde ich jetzt eine Frage beantworten. Ihr habt ihn ja vorher schon im Bild gesehen, also das ist nicht mein Hund. Der ist zurzeit Gast bei mir, untertags. In der Nacht schläft er dann zu Hause und er gehört meiner Mama. Und da meine Mama zurzeit auf Krücken unterwegs ist, ist Gassi gehen ein bisschen schwierig und deswegen ist er jetzt untertags bei mir. Er ist ein Shiba Inu, er ist 12 Jahre alt. Heißt Mayu. Und also er ist, jetzt liegt er wieder draußen. Mittlerweile hat er sich etwas beruhigt und sich daran gewöhnt, dass ich dann das Kastel reinquatsche. Ja, er kennt das halt. Und ja. Also meine ist ja eher so von der dominanten Sorte, muss ich sagen. Und er darf ja hier nichts. Also auf ihre Schlafplätze darf er mal nicht und ihre Spielsachen darf er auch nicht schief anschauen und am besten bewegt er sich auch nicht und atmen ist glaube ich erlaubt, aber sonst nicht viel. Also sie ist ständig, wenn er sich bewegt, ist sie ständig hinter ihm her und schaut, was er jetzt macht und tut und ob er ja nicht irgendwas von ihr wird. Und manchmal knurrt sie noch an, kleine Bestie. Schließlich ist ja sie hier zu Hause. Aber ihr werdet es aber nicht glauben, weil wenn sie bei ihm zu Besuch ist, dann ist sie die Erste, die in seinem Körbchen drinnen liegt und seine Spielsachen im Maul hat. Und zwar heißt es Videofilmen. Von Dennis Patrick Rümer. Zum Inhalt: Angehenden Videofilmern den gekonnten Umgang mit der Videokamera und die Einstellung von unterhaltsamen Videofilmen näher zu bringen, ist das Ziel dieses E-Book. Es unterstützt Sie bei der Auswahl der geeigneten Kamera sowie des benötigten Zubehörs und erklärt auf alltagsnahe Weise typische Anfängerfehler und wie sie sich vermeiden lassen. Das E-Book behandelt Themen wie Stabilisierungssysteme, die korrekte Beleuchtung, die nicht zu unterschätzende Tonaufnahme und die kreative Videogestaltung. Dabei werden in der Praxis anzutreffende typische Filmszenen diskutiert. Die Bedürfnisse des Zuschauers werden stets berücksichtigt und es wird detailliert erörtert, wie der Spannungsbogen eines Videos gestaltet werden kann. Im letzten Kapitel erhält der Leser praxisnahe Hinweise zum Schnitt und zur Fertigstellung des Films am Computer an die Hand. Nach der Lektüre des E-Books ist er in der Lage, einen unterhaltsamen Videofilm zu erstellen, der Elemente professioneller Arbeiten enthält, den Zuschauer unterhält und nicht nur durch typische Anfängerfehler auffällt. Wir brauchten sowas. Ich habe gestern auf Ravelry wieder eine Anleitung eingestellt von mir, und zwar ist das eine Fotoanleitung für Hundepullover oder Hundemäntel für kleine Hunde, also wie meiner eben, und die habe ich schon länger. Also die gab es ja schon unter meinem alten Ravelry-Namen und auf meinem alten Blog als Anleitung
als Fotoanleitung, wie ich eben einen Hundepullover stricke. Und da ich aber den Blog demnächst also einstellen möchte, habe ich das Ganze jetzt in ein PDF gepackt und etwas umgeschrieben und neu bei Revit hochgeladen. Und es ist eine freie Anleitung. Es ist eigentlich nur so, ja, wie ich eben die Hundepullover stricke, also eine Empfehlung. Und da kann man dann Muster einbauen, wie man möchte. Es ist einfach nur ein, also in dem Fall einfärbiger Pullover. Und ich habe schon einige davon gestrickt und die zeige ich euch jetzt im nächsten Abschnitt. Da habe ich mal einen in Braun mit einem Zopfmuster und Quasteln. Einen in wunderbaren Tussi-Rosa, das ist auch der, der in der Anleitung drinnen ist, fotografiert. Einer in Schwarz mit aufgestickten Blümchen. Dann habe ich einen mit so Muster in verschiedenen Farben. Der ist mit Perlen bestickt, da steht ihr Name drauf, Nelly. Der ist eigentlich dick. Und dann habe ich noch einen in Double Face gemacht, da steht auch ihr Name drauf. Also einfaches Double Face in dem Fall, ein Muster, Wenden, Wendepullover. Und ich kann euch sagen, die mag sie alle nicht. Ich habe einen totalen undankbaren Hund und wenn ich mich mit einem dieser Pullover nähere, dann wird sie die gerne am liebsten zerfleischen. Der Wahnsinn. Warum mache ich das dann? Ja, also erstens, klein, weiß, wuschelig ist, wenn Winter und Gatsch und so, nicht so praktisch. Und da sie ja sehr bodennah unterwegs ist, spritze sich auf den ganzen Dreck immer gut auf den Bauch. Und sie ist dann länger nass. Was auch nicht so besonders angenehm ist für sie. Erstens dreckig, zweitens nass. Wobei dreckig stört sie wahrscheinlich nicht. Und dann, also ich ziehe ja die auch nur bei Minusgraden an, ja, weil dann ist sie wirklich kalt. Sie zittert dann auch, weil sie eben dann schnell nass ist am Bauch und da sie ja keine Unterwolle hat, ist sie eben länger nass und dann ist sie auch bald kalt und dann muss sie dann durch, dann muss sie halt zu einem Pullover anziehen. Die habe ich alle aus Wolle gemacht, die man halt gut waschen kann auch. Also das ist bis auf die, also zwei sind aus Baumwolle und die anderen sind alle aus Kunstfaser. Gut, das war's dann auch schon wieder für heute. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche wird es ja keine Folge geben, wegen Ferien. Strickt brav, strickelt brav, häkelt, webt, spinnt, näht, was auch immer. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war's für heute wieder. Nächste Woche wird es, wie gesagt, keine Sendung geben, weil ja Ferien sind. Ich wünsche euch allen, die auch Ferien nächste Woche haben, schöne Ferien. So. Ja, geht's ganz gut, da passt ganz gut. Und weil mir das Stricken eigentlich viel Spaß gemacht hat und ich finde ja die Passform eigentlich ja, auch ganz gut, habe ich nicht nur einen, sondern gut.
Also, liebe Jenny, ich hoffe, deine Frage ist damit jetzt beantwortet. Alle. So, und jetzt zur Erklärung. Das hier, ui, jetzt will er nicht.